So, dann gucken wir doch mal. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange es jetzt dauert, bis die denn mal komplett mit Pflaumen und Kirschen voll sind, aber im Moment ist noch gar nichts dran. Gucken wir einfach mal. Aber ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich gleich. Meinst du, die wachsen im gleichen? Gleich schnell, dass da gleich schnell gleich viele dran sind, ja. So. Achso, und die Anhänger fahre ich jetzt genau dahin, genau. So, wir haben jetzt eine Marktbude im Dorf. Soll ich noch eine zweite irgendwo ins Dorf am besten stellen? Haben wir nicht so weit zu fahren, oder? Weiß ich nicht, ja, kannst du machen. Ja gut, wir haben jetzt eine am Hof. Eine im Dorf. Wenn du so auf dem Land eigentlich unterwegs bist, siehst du das dann öfters so? Dass du da mal so Marktbuden mit so Obstständen siehst? Ne, bei uns ist ja nicht so eine Obstanbauregion. Okay. Aber so in Obstregionen wird man das schon öfters vorfinden. Ja. Ist so, bei euch ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie jemand ist, der Obstplantagen hat. Nee. Aber es kommt schon in der Landwirtschaft vor, dass es da schon mal so Regionen gibt, wo dann auch Betriebe nur Obst oder viel Obst halt so anbauen. Ja. Bodensee zum Beispiel. Also liest mir ja immer Äpfel vom Bodensee und so, ja. Obst vom Bodensee, ja. Da unten ist ja eigentlich fast nur Dings. Achso. Verdammt, das hab ich ja. Das ist natürlich jetzt ein Drehschemel, das ist nicht so einfach anzuhängen. So. Der schaukelt auch so komisch hin und her. Jetzt, komm. Lässt sich aber auch komisch fahren. Nee, so wird das nix. Mal vor, zurück, jetzt. Weil er dreht dann einfach in irgendeine Richtung ein, wie er will. Gibt's irgendeinen Trick oder so? Ja. Der wäre? Andersrum einlenken. Andersrum. Ja, guck, jetzt dreht er gleich so, voll ein. Ja, dann lass mich mal. Ich kann mal kurz düngen. Wo bist du da? Traktor ist frei. Hoppla. So. Gut, ich düng dann mal weiter, beziehungsweise spritze. Das wird ja wahrscheinlich nicht jetzt den ganzen Tag kriegen im Spiel, aber gucken wir einfach mal. Du kannst jetzt ja nur doch die Zeit vorstellen. Ja. Aber ich spritze jetzt erstmal lieber fertig hier. Kann sein, dass die Deichsel irgendwie zu kurz ist oder so. Ja, irgendwie verhält er sich komisch, finde ich. Ja, wir haben ja noch so, auch jetzt hier passend zu diesen Obstmods, haben wir noch so einen anderen, noch so Anhängermods, wo man auch Wasser dann, dieses Wasser mit transportieren kann, das Brunnenwasser. Und genau, da sind halt so Anhänger dabei, wo das dann so schön auch in so in Kisten dargestellt ist, dass das Obst da in Kisten gelagert ist und nicht einfach so in Anhänger halt drin ist. Und ja, genau, den wollten wir halt dann auch eher nehmen. Da gibt es aber auch einen als Einachser dann. Nee, als nicht, also mit so einer festen, also nicht mit, nicht so als Drehschemel. Aber wir können ruhig einen Drehschemel nehmen, weil der ist, glaube ich, immer günstiger. Da passt aber auf jeden Fall mehr rein. In welchen? Drehschemel. Ja. Wo wird einem denn hier angezeigt, dass man was ankoppeln kann? Ich glaube, man kann die gar nicht aneinander koppeln. Weil bist du auf dem richtigen drauf? Das richtige ausgewählt? Nee. Doch, aber der wird vorne angezeigt. Was? Der ist noch hinten angekuppelt. Eben. Komisch. So, hab ich da schon überall gepritzt. Ja, aber man kann die nicht aneinander koppeln. Ja gut, dann fahr sie halt einzeln hin.
Ja, mach du das einmal. Ich will nämlich fertig sehen. Gut, dann unterbreche ich hier. Warte. Probier's jetzt noch einmal. Nein, geht nicht. Naja, genauer kann man nicht dran fahren. Gut. Dann drehe ich jetzt hier hinten und fahre dahin. Ist ja egal, wir brauchen die ja eh nie zusammen. Vielleicht geht's ja bei dem anderen Mod, wenn wir dann mal ein bisschen mehr auf einmal transportieren wollen. Aber wenn man dann so, warst du schon mal in so einem Gebiet, beziehungsweise auf, oder vielleicht sogar auf so einem Hof, wo sowas viel gemacht wurde, so mit Obst? Ja. Und wie ist es dann da so, von den Bäumen her, sind die dann so alle so nebeneinander so schön in Reihenglied aufgestellt, oder wie ist das? Ja, so wie im Weinbau halt. Alles okay. In Reihen, aber die Bäume sind viel, viel kleiner, die sind viel, viel tiefer. Dass du keine Leiter brauchst, um da hochzukrabbeln und die Äpfel zu pflücken, sondern so wie Weintrauben halt. Aber das sind dann, da gibt's keine Maschinen, die ernten können, oder? Gibt's auch, ja, aber das hatten die da nicht. Also es gibt so Dinger, die umgreifen dann den Baumstamm und so schütteln oder wie? Und fahren so ein Tuch um den Baum drumrum, schütteln den dann und dann fallen die reifen Äpfel, Birnen, was weiß ich was, runter und tun dann auf das Tuch fallen und von dem Tuch werden die dann hochgeklappt und in Anhänger oder irgendwohin verladen. Mhm. Wobei das ist eigentlich eher ziemlich selten. Dass dann so ein Gerät eingesetzt wird, eher dann schon, dass Arbeiter das machen oder wie? Ja. Warum steht bei unserem Hof eigentlich alles offen? Weil wir nie was wieder zugemacht haben. Ich mache immer zu. Can we just feel it? Are you ready to go? So. Der eine Anhänger ist schon mal am Hof. Nicht am Hof, am der Plantage. Also, und gibt's denn eigentlich auch irgendwie, dass die dann gedüngt werden auch irgendwie? Die Bäume an sich oder wie? Keine Ahnung, da mit Obstbau kenne ich mich gar nicht aus. Okay. Also gespritzt werden sie auf jeden Fall, wenn es kein Bio-Obst ist, aber wie das dann aussieht mit Düngen. Ja gut, aber wie geht denn das Spritzen dann? Wird dann an den Baum drangehalten, so wie so ein Hochdruckreiniger dann gespritzt? Hä? Nö, da fährt man mit einer ganz normalen Spritze. Da wird der Boden dann gespritzt oder wie? Nein, die Büsche. Ach so. Also Bäume. Das ist so ein Anhänger und dann fährst du durch die Reihen und der vernebelt es dann die ganze Gasse nach rechts und links und dann geht's quasi an den gesamten Baum. Also hat man dann eher auch so Traktoren wie jetzt so bei, wenn man so Felder und so große Felder hat oder eher sowas wie Weinbautraktoren? Ja, sowas wie Weinbautraktoren, aber das sind dann sogenannte Plantagenschlepper. Ach so, okay. Das heißt, hier gibt es ja auch beim Fendt zum Beispiel, gibt es ja die VFP und das P ist der Plantagenschlepper. Ach so, okay. Also gibt es dann die verschiedenen Varianten da. Ja. Ne, hier haben wir auf jeden Fall eine große Wiese, hier, wo wir dann viele von den, noch viele Bäume pflanzen können. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass du den Mod hier verwenden willst. Echt eine coole Idee mit dem Mod. Ja, mal gucken, ob der genug Geld bringt. Ja, ja, aber einfach an sich auch, dass ich das Prinzip einfach nochmal einen neuen Bereich dann hier so, weil das kriegst du ja normalerweise in LS gar nicht so mit Bäumen. Mit denen. Außer beim Fastmod. Ja, ich meine halt jetzt so mit Obstbäumen und sowas. So, ja. Das Tor mache ich wieder zu hier bei der Wiese, oder? Nicht, dass irgendjemand hier unerlaubt die sich. Äpfel. Genau, da sind ja keine Äpfel, die Kirschen oder Pflaumen. Vielleicht können wir da irgendwann, wenn wir genug Geld haben, nochmal eine Halle draufsetzen, dass wir die Anhänger ins Trockene stellen können. Also meinst du eine platzierbare Halle dann, ja? Ja, haben wir die eigentlich drin? Nein, ich glaube nicht. Da haben wir keinen Mod. Also ich spritze dann jetzt am besten weiter. Ja. Oder hätte ich den Traktor jetzt am besten, soll ich den Traktor mal da stehen lassen? Nee, nimm mit auf den Hof. Eigentlich hätte ich auch die Wagen auf den Hof stellen können, aber... Ja gut, so sind sie halt direkt da.
Ja, schön, wenn man mit dem Traktor eh hinfahren muss. Also dazu immer mal vorbeischauen, wie es aussieht. Die ersten Kirschen hängen dran. Warten wir, bis da so ein paar dranhängen und dann ernten wir die einfach mal. Könntest natürlich auch dann parallel machen, dass der eine Pflaumen erntet, der andere Kirschen, ne? Ja. Das geht ja ganz gut dann. So. Also ich spritze dann weiter mit dem GTA am besten, oder? Ja. So. Und Action. Wie voll ist eigentlich der Tank noch? 1400, also noch 50%. Und wie viel vom Feld hast du? Na, vielleicht die Hälfte oder so. Es wird nicht so schnell leer, gut, es ist ja auch nicht so eine breite Spritze. Ich hoffe mal, es reicht. Aber ich bin schon ziemlich weit. Würdest du beim Spritzen jetzt hier eher im Kreis fahren oder immer hoch runter? Hoch runter. Gut. Was wir natürlich auch machen können, wir können auch mal mit so eine. Vielleicht machen wir das sogar, dass wir uns mal so eine Palettengabel kaufen. Und wir haben ja hier in dem GTA ja einen Frontlader drin, dass wir vielleicht mit dem mal so eine Transportmission machen. Kriegen wir auch nochmal Geld. Hört's auf zu regnen? Wird's weniger? Ja, bei mir hat schon aufgehört. Ja, bei mir jetzt auch, ja. Eben ist der letzte Tropfen gefallen. Jetzt soll's auch wieder heller werden. Haben wir noch irgendwo ein Feld, was gesät werden muss? Nein, es muss jetzt nur gedroschen werden. Warum hat er denn jetzt schon wieder die Fruchtsorte gewechselt, der Krüppel? Das wäre dir jetzt auch so gewesen. Ich habe ja hier auch immer eine Fruchtsorte gesät, ja. Aber ein ganz kleines bisschen ja nur. Ach nee, doch nicht. Oder habe ich... Warte mal, wo kann man das gucken? Aber so eine kleine Spritze, wie wir jetzt hier haben... Nee, doch nicht, alles Weizen. Da wird man doch eigentlich ziemlich viel Verluste dann haben, oder? Ja, weil du da alles überfährst. Ich würde eher sagen, dass das so eine Spritze für Dammkulturen ist. Achso, für sowas wie Kartoffeln und so. Ja. Oh, hier liegt noch ein Ballen. Echt? So, dann habe ich nur die 8 halt, die du da gestapelt hattest, weggefahren. Ja, sehe ich. Ja, da willst du euch mal Mähwerk kaufen jetzt und dann kannst du ja mal irgendwie so eine Mähmission machen, wenn du Lust hast. Nee, jetzt lass mal erstmal mit dem Mähwerk. Ich tue jetzt hier erstmal dreschen. Gut. Ja genau, einen Drescher haben wir auch, den Class Lexion, ich weiß nicht, Class Lexion 550. Der war ja anfangs nur mit diesem, als der rausgekommen ist, gab es halt dieses aufklappbare Schneidwerk, aber sowas gab es auch in echt jetzt, so zum Aufklappen, so ein Schneidwerk für Gerste und so. Ja, gibt's. Okay, ich habe immer gedacht, es gibt nur so ein Maisschneidwerk und so. Ist viel praktischer eigentlich als die anderen. Ja gut, da brauchst du dann keinen Schneidwerkswagen, ne? Ja, eben. Ja genau, und der ist jetzt auch nochmal mit dem original Glas-Schneidewerk rausgekommen. Ich dachte so, was ist das denn für ein Mod? Das ist ja gar kein realistisches Schneidwerk oder so. Aber scheinbar gibt es doch in echt. Kerle. Aber ich bin fast fertig. Ich glaube, das reicht sogar, was hier in der Spritze drin ist. Soll ich dann gleich spritzen, wo du gesät hast? Ja. Damit die Spritze auch leer wird dann am besten. Das erste Mal, dass wir jetzt hier auch ein Feld spritzen. Vorher haben wir immer nur gedüngt. Ein Dungstreuer. Man muss halt hier immer so schön von oben drauf gucken, wenn hier schon die ganzen Pflanzen stehen, weil sonst sieht man nicht. Dreschen sie nicht bei Regen oder Hagel, es regnet doch gar nicht. Gell? Auf welchem Feld bist denn du jetzt? Dreh mal die Zeit ein bisschen vor. 15. Warum darf ich das eigentlich nicht? Ist doch egal, ich kann es auch machen. Ich glaube, das kann ich gar nicht einstellen, dass du das kannst. Natürlich. Ich darf hier gar nichts. Doch Helfer einstellen kannst du. Ja, jetzt geht's. Weil jetzt ist oben die Sonne.
erst ausklappen. Was willst du denn jetzt? Der ist doch ausgeklappt. Oh. Nein. Sieht der Mod anscheinend anders. Gemüde. Mal so, wie die jetzt hier sind, ich weiß nicht, der Weizen hier, ist es eigentlich so ein Stadium, wo man jetzt spritzen würde oder hätte man schon früher gespritzt? Früher. Okay.